für Start-up-Firmen und kleinen und mittelständischen Unternehmen zwei Beratungsschwerpunkte. Zum einen stelle ich meine Vertriebsexpertise der letzten 15 Jahre in Form von Einzelcoachings, Seminaren oder in Form von Vorträgen zur Verfügung. Und zum anderen sorge ich im Rahmen meines Netzwerkes dafür, für bestimmte Vorhaben Fremdkapital zu beschaffen. Vor allen Dingen auch für Anschlussfinanzierung, sogenannte Early-Stage-Finanzierung. Aber es wird zum Teil kompensiert durch ausländisches Kapital und durch Corporate Venture. Dann gibt es das Thema High-Potential Business Angels, wo man tatsächlich Personen hat aus der Wirtschaft, die aber extrem gut vernetzt sind und dann auch als strategischer Investor durchaus das Vorhaben unterstützen können. Sehr, sehr guter Berater, der uns in einigen Fragestellungen sehr gut geholfen hat, kommt von der Vertriebsseite, kennt sich im Bereich Vertrieb extrem gut aus. Ich bin in den letzten 15 Jahren in diversen Rollen in Großunternehmen als auch in kleineren Unternehmen und von mir selbst gegründeten Firmen aktiv gewesen und weiß deshalb, wo der Schuh gerade bei jungen Unternehmen drückt, die wachsen wollen. Verstehen Sie nicht nur sich selbst, um sich dann den anderen zu erklären, sie müssen Kunden verstehen. Sie sehen derzeit in den Unternehmen, anders als früher, dass die Abhängigkeit von einzelnen Personen extrem abnimmt. Heutzutage einen Vorstand zu kennen, ist nicht mehr darüber entscheidend, ob eine Kaufentscheidung getroffen wird, sondern es muss der Kundennutzen für denjenigen, der entscheidet, klar und deutlich herausgestellt werden. Vertrieb ist Chefsache. Gründer müssen sich im Vorfeld sehr genau mit ihrem Zielmarkt und ihren Zielkunden beschäftigen, um herauszufinden, welchen Bedarf ich dort habe und welchen Kundenmehrwert ich erzeugen kann. Das Ganze wird dann in eine Vertriebsstrategie gegossen. Und natürlich muss ich dann auch schauen, dass ich diese Vertriebsstrategie auch umsetzen kann. Das heißt, diese Erfahrungswerte müssen Gründer, die Chefs selbst machen. Was ich aber sage ist, ändern Sie die Spielregeln.